Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Heute soll es mal wieder um Monatsfavoriten gehen. Der September ist schon lange vorbei. Wir haben jetzt Mitte Oktober und es wird langsam echt Zeit, dass wir uns mal mit den Favoriten beschäftigen. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Fangen wir an mit dem Bereich dekorative Kosmetik oder Make-up und da habe ich als allererstes diesen Pinsel. Das ist von Zoeva, die Nummer 227 Luxe Soft Definer und das ist ein Pinsel, den mag ich total gerne, weil der einfach, ja der ist relativ dicht gebunden, aber auch nicht zu dicht und der ist dennoch schön fluffig und man kann damit super eben Lidschatten in der Lidfalte verblenden. Bei mir ist eben das Problem, dass ich Schlupflider habe. Und deswegen ist das mit dem Lidfalten-Schminken immer ein bisschen schwierig, aber mit dem Pinsel klappt das echt hervorragend. Und ich find den einfach richtig, richtig gut. Es gibt von Zoeva auch solche so Pinselsets für Augen, für Gesicht, für alles, keine Ahnung. Da habe ich den mit dabei gehabt, ansonsten hätte ich den wahrscheinlich nie so ausprobiert, weil er von der Form eben relativ ja, merkwürdig ist. Aber ich mag den richtig gerne, der nimmt Pigmente sehr, sehr gut auf. Ich mag den echt gerne und ihr habt den ja schon in der Anwendung gesehen und ansonsten finde ich, das ist ein Pinsel, der echt für jeden eigentlich auch passt. Und wenn ihr Bock habt, dann probiert den gerne mal aus. Den gibt es auch einzeln zu kaufen bei Douglas, nehme ich an, oder auch im Online-Shop bestimmt. Ich habe den, wie gesagt, in diesem Set gekauft und ja, das war so eine kleine Neuentdeckung. Dann passend dazu habt ihr es vielleicht in meinem letzten Video schon gesehen und zwar liebe ich momentan die Mrs. Bella The Dark Side Palette. Die ist wunderschön von den Farben her. Ich liebe besonders die Farbe Warm Sand. Ist einfach so ein Ocker, Rost, Orange, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Den finde ich super schön. Die ganze Palette ist wundervoll aufgebaut. Ich habe jeden Ton tatsächlich schon auf dem Auge ein bisschen ausprobiert. Ich habe jetzt nicht die größten Skills, was Lidschatten auftragen angeht, aber mit der Palette fällt einem super leicht und am allerschönsten finde ich eigentlich auch die Farbe Love, das ist ja eigentlich der Blush, aber man kann das ja immer alles zweckentfremden, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Bronzer hat, man muss den ja nicht als Bronzer unbedingt benutzen, der geht auch als Lidschatten oder für was ihr auch immer den verwenden wollt, das ist natürlich euch überlassen. Und die Palette, die ist ja schon eine ganze Weile draußen, ich weiß gar nicht wie lange, ein Jahr? Ein halbes Jahr, ich weiß nicht, auf jeden Fall dieses Jahr, meine ich, ist die rausgekommen. Und jetzt habe ich die aber tatsächlich erst im September mir zugelegt, weil ich die bei mir im DM gesehen hatte. Und dann dachte ich so, ach komm, nimmst du mit, solange es die immer noch gibt. Und ich finde sie einfach wunderschön. Also ich trage nicht jeden Tag Lidschatten, einfach weil ich, wie gesagt, nicht so die Fähigkeiten habe, meine Augen zu schminken. Aber mit der Palette fällt es mir super leicht. Und selbst wenn ich nur den Blush daraus benutze, das ist ein Träumchen. Ihr müsst mal schauen, ob es die bei euch im DM noch gibt. Ansonsten bestimmt auf der Seite von BH Cosmetics. Aber ja, oder wenn ihr sie habt, dann könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Kommen wir dann zum Thema Pflege, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da habe ich diese Augencreme. Und zwar ist das von Balea, der Aqua Augen Roll-On. Den habe ich früher schon mal gehabt. Ich hatte jetzt eine Zeit lang überhaupt keine Augencreme verwendet. Wow, warum bin ich eigentlich so hell? Den habe ich früher schon mal verwendet. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber den kenne ich schon. Und letztens habe ich einfach festgestellt, dass meine Augenpartie fürchterlich trocken ist. Ich hatte total die rauen Stellen. Es tat auch richtig weh. Und deswegen habe ich mir den dann nochmal zugelegt und ich mag den sehr, sehr gerne. Also das hat hier vorne so ein Kügelchen, mit dem man dann eben sich das Ganze auf die Augen gibt. Und das hat so einen kühlenden Effekt, das ist so geil. Also wirklich, das ist grandios. Gerade morgens, wenn man vielleicht nicht ganz so gut geschlafen hat und dann auch noch früh aufstehen muss. Und dann rettet euch das Ding echt den Tag. Ich mag den echt gerne, da sind 15 Milliliter drin, das hält Ewigkeiten. Also ich weiß nicht, wie lange ich damals gebraucht hatte, um den aufzubrauen. Die Verpackung ist auch richtig schön. Man kann das gut mitnehmen und auch einfach auftragen. Und ja, wenn ihr auch richtig trockene Augen habt, ich glaube, das könnte euch da echt bei helfen. Dann habe ich hier meine momentan liebste Lippenpflege und zwar ist das von Bepanthen die Augen- und Nasensalbe. Total merkwürdig. Meine Mama hatte mir das tatsächlich empfohlen.
weil sie auch Anfang des Jahres extremst trockene Lippen hatte. Wie gesagt, das ist eigentlich eine Augen- und Nasensalbe, kriegt ihr in der Apotheke. Ich habe das online bestellt. Aber das Zeug ist so extrem pflegend. Das ist der Hammer. Ich mache das immer abends relativ dick drauf auf die Lippen und lasse das dann über Nacht einwirken und dann morgens zauberhaft weiche Lippen. Also richtig, richtig schön. Wie gesagt, das ist mal was vollkommen Zweckentfremdetes. Das hält auch schon Ewigkeiten. Also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das bestellt hatte. Ich glaube im Ende Juli, August irgendwann. Und ich mache das wirklich jeden Abend. Ich nehme das auch immer mit hin, wenn ich irgendwie verreise oder so, nehme ich das immer mit. Und mache das, wie gesagt, dann abends drauf, relativ dick, damit es auch schön über die Nacht dann einziehen kann. Danach kann man halt nichts mehr trinken, auch nichts mehr essen, was man ja sowieso nicht mehr machen sollte nachts. Aber das ist echt der Lebensretter. Besser als Kaufmannshaut und Kindercreme, besser als sonst irgendwelche Lippenpflegen, die ich bisher probiert hatte. Also es ist ein echter Geheimtipp. Und wenn ihr wirklich extrem trockene, rissige und teilweise auch so blutige Lippen habt, weil das eben immer wieder aufreißt, dann probiert das wirklich mal aus. Das ist genial. Dann habe ich noch dieses Schätzchen für euch. Und zwar ist das mein Shampoo. Das ist ein festes Shampoo von Lush. Das habe ich hier in so einem, das ist so ein Jute-Säckchen, was ich im DM gefunden habe. Da bewahre ich das immer drin auf, wenn ich unterwegs bin. Und das ist mein Shampoo. Das ist, wie gesagt, von Lush. Und zwar die Sorte mit Honig, glaube ich. Ich schreibe euch das genau in die Infobox, wie das heißt. Und ich mag das echt gerne. Also ich weiß nicht, ob wir auf lange Sicht gesehen gute Freunde werden, aber momentan finde ich das grandios. Hier habe ich halt extrem hartes, kalkiges Wasser, was meine Kopfhaut extrem austrocknet. Und deswegen habe ich nach einem Shampoo gesucht, was eben verpackungsfrei ist. Also ich wollte wirklich auch ein festes Shampoo haben und habe das dann bei Lush gefunden, als ich mal die Gelegenheit hatte und habe das mitgenommen. Das riecht ja wie so eine Honigseife im Prinzip. Sehr, sehr angenehm. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich eine, wie benutzt man das denn? Wie wäscht man sich damit die Haare? Also ihr macht eure Haare ganz normal nass, dann nehmt ihr dieses Stück Seife, macht es auch nass und könnt das dann in den Händen so aufschäumen. Das ist wie ein normales Stück Seife, wie früher bei Oma. Und dann könnt ihr euch den Schaum, der entstanden ist, eben in die Haare geben und das als Shampoo benutzen. Das schäumt richtig, richtig gut. Ich benutze es immer zweimal, wenn ich die Haare wasche, deswegen ist es auch schon so ein bisschen lediert. Es hat jetzt eine Zeit lang tatsächlich rumgelegen, weil ich noch andere Shampoos hatte, die ich dann auch erstmal aufbrauchen wollte, bevor ich das dann wirklich verwende. Aber ich glaube, ich teste mich da ein bisschen durch bei Lush. Also es riecht einfach so gut. Und wie gesagt, wenn ich es halt auf Reisen benötige, mache ich das hier in das Säckchen. Dann braucht ihr das nicht in so eine Dose machen zum Beispiel. Ich lasse das auch immer richtig gut trocknen. Also es braucht mindestens einen Tag, bis das trocken ist, bis man das transportieren kann. Und dann könnt ihr das auch einfach so zusammenfalten und in den Koffer zum Beispiel auch einfach reinlegen. Und es hat halt so viele Vorteile. Ne? Es ist keine Verpackung, es kann auch nichts auslaufen. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal unterwegs wart und stellt dann am Ende der Reise fest, Mist, mir ist mein Shampoo ausgelaufen. Yay. Alle Klamotten müssen einmal gewaschen werden und das kann hiermit halt nicht passieren. Ich mag das echt gerne. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich teste mich da bei Lush mal ein bisschen durch. Die haben ja so viele verschiedene Sorten. Und ansonsten aber das mag ich erstmal richtig, richtig gerne. Kommen wir denn jetzt zur Kategorie Food, Essen, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Und zwar habe ich da einmal Sonnenblumenkerne. Die sind jetzt von Alnatura. Die habe ich bei mir im Edeka gefunden, aber es gibt die auch im DM. Das sind einfach ja, Kürbiskerne, die geröstet sind, glaube ich. Und das snacke ich abends ganz gerne. Also ich habe meistens dann so ein kleines Schüsselchen oder eine kleine Tasse, wo ich dann auch Sonnenblumenkerne reinmache und Kürbiskerne. Und dann snacke ich das einfach abends und das ist so, so lecker. Also gerade Kürbiskerne, das geht eigentlich immer abends. Und wie gesagt, ich snack davon dann jeden Abend so ein bisschen, was nicht zu viel, weil wenn man sich mal die Nährwerte anguckt, das ist schon heftig, was da so an Kalorien und auch an Fett drin ist. Das glaubt man halt gar nicht. Aber ich mag das einfach. Ich habe mir das irgendwie über die letzten Monate so angewöhnt. Und gerade Kürbiskerne, das ist jetzt schon die zweite Packung innerhalb von einer Woche, glaube ich. Und wie ihr sehen könnt, die ist beinahe leer gegessen. Aber ich mag das einfach. Und ja, irgendwie ist das abends so ein Ritual geworden. Die sind halt auch wirklich, wirklich lecker. Kommen wir dann noch zu etwas, was man auch in die Kategorie Food einordnen kann. Und zwar
Besteck. Ich hatte im September Geburtstag und habe von meinen Großeltern dieses Besteckset bekommen. Das sind jetzt nur Messer und Gabel aus dem Besteck. Ihr seht aber auch, wie das Ganze aussieht. Das ist von WMF ein Besteck und zwar ist das das Besteckset Boston. Und ich mag das einfach. Das ist total schlicht. Das hat keine blöden Schnörkel. Das ist einfach super, super schlicht, was ich sehr, sehr mochte. Und ich hatte tatsächlich jetzt die ganzen Jahre Besteck von meinen Eltern geklaut. Auch zwei verschiedene Bestecksets, glaube ich, wo ich dann immer mal ein paar Löffel habe mitgehen lassen. Und ich brauche noch ein Messer und eine Gabel. Und meine Eltern haben dann echt zu Hause ein bisschen Probleme gekriegt, weil sie irgendwann auch kein Besteck dann mehr hatten. Und deswegen haben meine Großeltern mir dann das geschenkt. Das ist von WMF. Schweineteuer, aber man muss ganz ehrlich sagen, sowas kauft man ja auch nicht so oft. Also man kauft ja nicht jedes Jahr ein neues Besteck und das ist halt eine große Investition. Das kann man einwandfrei in die Spülmaschine tun. Ich habe keine Spülmaschine, deswegen wasche ich es mit der Hand. Geht auch super. Und das ist einfach, ja, sowas hat man halt ewig. Und ich finde es einfach wunderschön. Und ja, ich weiß nicht, sind das so Sachen, die man erst cool findet, wenn man älter wird? Ich weiß es nicht. Ich finde es schön. Kommen wir dann zum Thema Fashion, Mode. Ich bin jetzt nicht so der modischste Mensch irgendwie, aber ich habe auch ein T-Shirt geschenkt bekommen von meinen Eltern und zwar ist das dieses hier. Und zwar ist das mit dem Elefanten von der Maus. Ich mag den Elefanten schon seit ich klein bin eigentlich viel lieber als die Maus selber. Ich habe eine Lampe, ich habe ein Körnerkissen, ich habe dies, ich habe das davon. Und ich hatte als Kind tatsächlich auch so ein T-Shirt. Das passt mir natürlich nicht mehr. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, ja, haben. Und dann habe ich mir das Motiv ausgesucht und habe das dann von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und ich finde das so, so schön. Das ist so angenehm. Man wird natürlich ein bisschen blöd angeguckt, wenn man damit dann draußen rumläuft, aber so what, ist mir völlig egal. Andere tragen, was weiß ich, was auf ihrem T-Shirt. Ich trage eben den Elefanten. Und ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Ich habe auch überlegt, ob ich mir ein T-Shirt selber bemale. Aber es ist natürlich so, dass auf dem Motiv selber so ein Copyright drauf ist. Ne? Geht natürlich nicht, dass man da dann das selber malt und dann in der Öffentlichkeit rumträgt. Für zu Hause würde ich das eventuell machen, aber halt nicht, wenn ich so ein T-Shirt dann anziehen würde. Aber das war auch gar kein Problem. Das ist ein bisschen teurer, aber es ist dann einfach so. Jetzt habe ich wieder mein Elefanten-T-Shirt, was ich sehr, sehr schön finde. Ich trage das ständig. Jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen kälter im Herbst. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann kombinieren kann. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Dann habe ich noch einen Fashion-Favoriten und zwar sind das diese Oberteile. Das ist jetzt das, was ich zuallererst hatte. Das sind so Langarm-Oberteile, so ganz dünne, ja wie so Sweatshirts. Und ich hatte mir das dann eben noch einmal in Weiß gekauft, weil ich das Schwarze einfach so, so schön fand. Einmal in Weiß und einmal in so einem, ja weiß ich nicht, was ist das für eine Farbe? Das ist eine Mischung zwischen Braun, Altrosa, Top, ganz schwer zu beschreiben, mag ich aber richtig gerne. Was mir jetzt nur aufgefallen ist, bei dem Weißen und auch bei diesem Braun, sage ich jetzt einfach mal, sitzt das oben nicht ganz so wie bei dem Schwarzen. Vielleicht ist das Schwarze auch einfach öfter gewaschen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das ein bisschen weiter oben und rutscht immer mal von der Schulter, aber das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Zur Not muss ich mich nochmal damit beschäftigen, wie man das irgendwie umnähen kann. Aber ich mag das, das kann man einfach mal so drüber schmeißen, wenn man halt dann doch mal irgendwie rausgeht und es ist etwas kälter und wenn es jetzt nur mal den Müll runterbringen ist und man will sich aber nicht komplett anziehen, sondern dann kann man einfach sich so ein Langarm-Ding überschmeißen. Und wie gesagt, ich mochte das Schwarze richtig gerne und habe dann jetzt die beiden Farben noch gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich speziell bin, was sowas angeht, aber ich wollte halt, als ich das gesucht hatte, ich wollte keinen runden Ausschnitt, schon gar keinen Rollkragen und ich wollte einen V-Ausschnitt und ich wollte halt diese Perlmuttknöpfe. Und das war gar nicht so einfach und deswegen bin ich dann letzten Endes wieder bei H&M hängen geblieben, habe die da besorgt und wie gesagt, ich mag die sehr, sehr gerne und bin jetzt froh, dass ich die gefunden habe. Ja, das waren auch schon die Favoriten aus dem Monat September. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich, wenn ich alles finde, alles verlinkt. Schreibt mir gerne, was eure Favoriten waren in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.